Herzlich willkommen im Ring. Herzlich willkommen beim ersten German Mittelstands Pitch. Und wir freuen uns jetzt auf den Georg Lindner, in dem Fall glaube ich nicht als German Mittelstands Kontorvorsitzender aktiv, sondern als Vertreter der Herdcon München GmbH. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du jetzt pitchst, deswegen bin ich sehr gespannt und starte den Timer für dich. Hallo zusammen, Georg Lindner, ich bin Mitarbeiter der Dr. Herdcon München GmbH. Wir sind eine GmbH innerhalb der Herdcon-Gruppe. Wir sind ein klassischer Versicherungsmakler. Wenn ich zu der Frage mal komme, wie er vorhin, glaube die Carola gefragt hat, was macht das Produkt sexy? Unseres macht es nicht sexy, weil das sind Versicherungen. Die sind mal von Haus aus per se nicht sexy. Ich versuche es aber etwas sexy zu machen, indem ich spannende Themen habe wie IT-Versicherung für klassische IT-Unternehmen, weil ohne IT heutzutage überhaupt nichts mehr geht. Und noch viel spannender ist das aktuelle Thema und neue Thema für uns seit 2-3 Jahren, das Thema Cyberversicherung. Wenn man jetzt mal fragt, warum braucht ein Mittelständler oder ein Unternehmen heute eine Cyberversicherung? Weil es heute existenzgefährdende Risiken gibt, die zu versichern sind. Und die meisten Mittelständler, ich habe heute Morgen noch einen interessanten Film von einem klassischen Mittelständler gesehen, der dann gesagt hat, ich habe das mir nie geglaubt, ich hocke irgendwo im Westerwald und für mich interessiert sich doch sowieso keiner. Was wollen die mit meinen Daten? Ich habe keine Geheimdaten und auch keine Patente. Trotzdem hat es ihn erwischt und am Ende war er dann ziemlich überfordert, der Geschäftsführer. Und da fangen die Versicherungslösungen, die es heute am Markt gibt, insbesondere solche, die wir vertreiben, an, dass sie dem Kunden dann helfen und ihn wirklich an der Hand nehmen und sagen, so, jetzt machen wir Schritt 1, Schritt 2. Wenn es Daten sind, die abgefischt werden zum Beispiel und ich muss die Datenschutzbehörden melden, dann muss ich das in 72 Stunden tun. Wenn nicht, habe ich ein wichtiges Problem und fange zu schwitzen an. Und da beginnen sogenannte Krisenberater, die man heute als Dienstleistung mit einkauft, dem Kunden an die Hand zu nehmen und ihm zu helfen, gut durch den Schaden zu kommen, weil wenn heute die Daten verschlüsselt sind, nehmen wir so eine klassische Ransomware-Attacke, die schicke ich jemanden und erpresse ihn und ja, was mache ich dann, wenn ich nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann? Und das ist heutzutage ein Thema, mit dem ich sehr viel unterwegs bin, die Awareness schaffen möchte bei den Kunden, sich gegen solche Risiken abzusichern. Noch ist am deutschen Markt hier die Durchdringung relativ gering. Aber wir arbeiten daran, dass es mehr wird. Und es wird auch langsam mehr, weil die Schäden auch immer mehr werden und diese Schäden auch nicht wenig sind, was das kostet. Neben dem Thema Cyber haben wir natürlich auch klassische Versicherungen wie Autoversicherung, Hausratversicherung, eher im Bereich des Gewerbes, also dann Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung, was es da alles so am Markt gibt. Alles so Themen, die nicht so ganz sexy sind, aber wir versuchen es halt als Makler etwas spannender zu machen, um dem Kunden hier eine gute Absicherung zu bieten. Es läuft leider nicht die Uhr, deswegen weiß ich gar nicht, Andi, wie viel Zeit ich denn noch habe. 5 Sekunden. Ja, dann passt ja. 3, 2, 1. Super. Ich meine, danke. Versicherungsvertreter zu pitchen ist natürlich eine harte Nummer und das halbwegs spannend hinzukriegen, dafür schon mal einen dicken Daumen von oben nach oben von mir. Klasse, ich hätte das nicht so gut hingekriegt. Aber okay, jetzt kommen natürlich noch 3 harte Nachfragen vermutlich. Oh ja, das glaube ich. Wer, wo, wie, was? Wer fängt an, Jungs? Dann starte ich. Hinein, Georg, mir geht es bei allen Versicherungsmaklern immer so, dass ich den Eindruck habe, sie erzählen mir alle jetzt das Gleiche. Mhm. Wie unterscheidest du dich denn von den anderen? Mal abgesehen jetzt vom Typ der Versicherung, ja, aber es gibt ja auch andere, die IT und Cybersicherheit machen. Aber was machst du anders wie die anderen? Ich mache 2 Dinge anders. Weißt du, wenn du heute einen Schadenfall hast oder ein Problem hast, dann hast du meine Handynummer und du erreichst mich und ich sage auch zu, dass ich dich innerhalb von 1-2 Stunden zurückrufe und dir auch helfe. Weißt du, ich bin dein Kümmerer, darum geht es mir. Eine Versicherung kann heute jeder verkaufen. Aber wenn es dann mal ein Problem gibt, dann kann es nämlich nicht jeder. Dann sind sie nämlich alle verschwunden. Und das ist das, ich habe viele Kunden, die habe ich seit langen Jahren und die vertrauen mir einfach, weil ich mich um ihr Problem kümmere. Ob das eine Erhöhung der Deckungssumme ist, ob das ein Schadenfall ist, ob man die Versicherung kündigen will, weil man sie nicht mehr braucht. Er braucht mich jetzt und dann möchte er mich jetzt haben und sein Problem gelöst haben. Und das tue ich und da bin ich dran. Und das macht
meine Kunden aus und mich, dass wir da sehr lange schon zusammenarbeiten. Vielen lieben Dank. Carola, Werner. Ja, Versicherung ist so ein Thema. Jetzt hast du gesagt, wer meint, er braucht sie nicht. Wenn ich dich frage, wer braucht sie jetzt, wäre deine Antwort wahrscheinlich jeder. Also sag mal so in der Mitte, was würdest du sagen, die auf jeden Fall? Also ich habe zurzeit viel mit Startups zu tun, die auch schon ein bisschen aufs Geld gucken. Und ich sage denen ganz klar, sie brauchen eine sehr, sehr gute Betriebshaftpflicht. Jetzt nehmen wir ein Beispiel, ein IT-Unternehmen, da brauchen sie eine IT-Haftpflicht mit Vermögensschäden, weil das ist ihr ordinäres Risiko, wenn sie Dienstleistungen, wenn sie Software verkaufen. Der verkauft Software, die dann in Robotern eingebaut werden, und da haben zwei Roboter sich geküsst und da gab es einen Schaden von 150.000 Euro. Das hat ihm die Versicherung bezahlt. Da war er sehr glücklich damit. Was gibt es noch? Gibt es eine D&O? Wenn ich Geschäftsführer bin, habe ich immer ein Haftungsthema meinen Gesellschaftern gegenüber. Dann habe ich immer noch ein Thema Strafrechtsschutz. Das ist auch so ein unkalkuliertes Risiko. Und die vierte Versicherung ist die Cyberversicherung heute. Wenn die ein Unternehmen hat, dieses Paket der vier Versicherungen, ist er heute gut abgesichert. Alles andere muss man gucken. Im Einzelfall hat er viel Inhalt, Waren, Vorräte, drei, dann sollte er das noch tun. Eins. Danke. Danke. Schnell, schnell. So, dann haben wir noch Werner. Jawohl, meine Frage an dich, lieber Georg, ist natürlich, ab welcher Unternehmensgröße ist denn eine Cyberversicherung erstens interessant, zweitens oder was heißt zweitens oder alternativ ab welcher Umsatzgröße? Interessant ist ja heute für jeden, lass dich im ersten Jahr als Startup 50.000 Euro Umsatz machen, du planst, du fängst an, bist drei gewiefte Jungs oder Mädels und hast eine interessante Idee und nach 7 Wochen kommt eine Cyberattacke und dein ganzes Konzept fällt auseinander und steht. Also im Prinzip für jeden, der heute ein Unternehmen gründet. Die wenigsten werden es auch auf der privaten Seite haben. Da kommt es dann immer darauf an, ob die wirklich wichtige Daten zu Hause haben, ob sie die wirklich irgendwo gespeichert haben und man sie abfischen kann. Dann kann man auch privat mal das überlegen. Aber ich berate grundsätzlich Unternehmen. Und da ist es, wenn ich heute was auf den Markt bringe, ein Unternehmen habe, eine Gesellschaft, dann braucht es jeder. Nur in Deutschland ist es halt noch nicht so weit. Es ist noch nicht so ganz angekommen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist so langsam. Wir reden ja jede Woche in verschiedenen Kanälen über diese IT-Sicherheit, Cybersicherheit und das Thema ist nicht ohne. Habe ich Punkt. Dich überzeugt? Sehr danke. Gut. Danke. Danke, danke. Das war der erste Pitch mit 3 Runden. Das war, glaube ich, schon mal recht spannend. Mir fällt gerade schon mal auf, wir haben bei dem German Mittelstand auch noch keinerlei Versicherungen. Also insofern müssen wir bei einem überlegen, ob das... Ich mache jetzt mal das Versprochene wahr und ziehe mal... Nee, warte mal, Andi, die Abstimmung müssen wir noch machen. Also Entschuldigung, danke. Ja, oh, mal starten. Danke. Genau. Kann aber parallel die Zuschauer wahrscheinlich auch schon hochziehen. Ich werde jetzt mal nicht selber abstimmen. Thank you.